Willkommen bei Everyday Rebellion. Mein Name ist Christoph Wachter, ich bin Künstler. Mein Name ist Matthias Jud, ich bin Künstler. Wir untersuchen in unseren Projekten unsere eigenen Ansichten, unsere Möglichkeiten zu kommunizieren, uns auszudrücken und untersuchen zum Beispiel im Projekt Pikidae, welche Ansichten ich habe in einer bestimmten Situation. Wenn ich in einem Internetcafé bin, in einem Land, in dem Internetzensur besteht, sehe ich gewisse Dinge nicht, die ich vielleicht kenne. Und ich kann dann mit Pikidae diese Webseiten abrufen, indem sie als Bilder mir geliefert werden von einem anderen Ort. Pikidae sendet uns Bilder von den Webseiten, die wir betrachten möchten. Auf den Bildern sind die Links. Über diese Links können wir surfen. Da uns die Webseite Bilder schickt und keinen Text, durchschlägt das Bild sämtliche Textzensurmechanismen. Das heißt, der Text, der ursprünglich auf der Webseite war, der ist jetzt in diesem Bild nicht mehr sichtbar für die Textzensur. Es funktioniert ohne eine Software zu installieren. Es funktioniert eben deshalb zum Beispiel gut in Internetcafés. Es geht für statische HTML-Seiten und wird vor allem zum Beispiel auch in China benutzt, um Wikipedia-Seiten anzugucken oder Nachrichtenseiten von ausländischen Presseerzeugnissen, die in China zensiert sind. Pikidae ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt, jeder kann die Software verändern, kann sie für seine Zwecke anpassen oder kann ganz einfach an diesem Projekt partizipieren, indem er seine URL, seinen Webspace dem Projekt zur Verfügung stellt. Dadurch ist ein großes Netzwerk entstanden. Ein Netzwerk, das nicht öffentlich ist, da es sonst wieder zensiert würde.